Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim mit Darko. Und ihr seht, ich habe offscreen einen zweiten Wolf getamed und aus zwei Wölfen sind jetzt sieben geworden. Und ja, ich musste unser Gatter hier etwas umändern, weil dieser normale Zaun hat nicht geheilt. Ich habe offscreen den Graben fertig gemacht, die Spikes gesetzt. Und ja, irgendwo hier draußen bin ich gehittet worden und da sind die Wölfe fuchsig geworden, sind ausgebrochen, wollten mich unterstützen, ne? Aber ja, die Tore waren zu und ja, die sind dann hier drin rumgepümmelt in der Base. Deswegen haben sie jetzt ein besseres Gatter und ich entbiete mich jetzt zum Discord und dann geht's ab. Wir wollen nämlich den Sumpf erkunden, um den Boss zu klatschen. So. Und schon da? Jetzt wird es geschafft. Oh, da bin ich aber schneller am Sumpf. Kannst ja noch was tun. Wir bauen ja wieder Hirne und Glubschaugen oder wie das andere Ding heißt. Ja, willst du da jetzt warten oder wie? Ich bin jetzt auf der anderen Seite vom Sumpf aus Portal raus, renne jetzt durch den Sumpf. Wenn mir was entgegenkommt und mich angreift, dann tötet das natürlich und dann warte ich auf der Innenseite. Wir müssen ja nicht direkt in den Sumpf reinfahren. Ich hole da einen Dorf ab. Hier hat irgendjemand mit einer Picke ein Loch gegraben. Am Wasser. Da bin ich reingeplumpst. Ja. Wer war das? Du wolltest mich da einbuddeln, weißt du? Das ist gelogen. Sowas würde ich nie machen. Ah ja. Ja, du scheiß Fuckskelett. Ja. Okay, ich habe schon mal Knochen gefarmt. Oh Mann. Alter, halt's Maul, du Arsch. Hast du aber gehört, dass ich dich beim Dingsbums abhole, oder? Nee, wo? Ach so, ja, nee, das hatte ich nicht gehört. Ich bin hier gerade am Kämpfen. Gut, jetzt hast du es gehört. Ich müsste eigentlich mal in der nächsten Aufnahme Facecam anmachen. Und mir mein Wikinger-Shirt und der Thor's Hammer umhängen. Ach nee. Das ist mir aber zu viel Aufwand für eine Aufnahme. Vielleicht zur letzten Folge oder so. Was wir auf jeden Fall, wenn wir das Ding gefunden haben. Ach du Heimatland. 1, 2, 3, 4. 4 Skelette und so ein Ekelvieh. Wir sollten eigentlich erstmal dafür sorgen, oder es schaffen, dass wir überhaupt generell im Sumpf easy peasy überleben. Dann können wir gerne den Boss machen. Mach ich gerade aktuell. Also ich kämpfe hier gerade gegen zwei Draugs und fünf Skelette. Und alle sind zu down. Ich würde gerne eigentlich mal dieses Meer überqueren und schauen. Aber dann bitte mit dem anderen Floß. Das können wir gerne mal in der Aufnahme machen, aber dann bitte mit dem anderen Floß. Na, ich meine nicht wegen der Seeschlange, weil hier ist eine Meerenge. Also ich sehe da drüben schon wieder das andere Festland. Da müsste nichts passieren. Sag das nicht, sobald das Wassergebiet als Ozean oben an der Minimap gekennzeichnet ist, kann die Seeschlange auftauchen. Es kann ein Millimeter sein. Da taucht das Viech auf. Ich war ja auch nicht so weit weg vom Festland und ja, dann hat sie mich geholt. Und das nicht nur einmal. Ich bin jetzt beim uralten Portal. Ja.
Ich bin gleich am Sumpfende. Nochmal alles kontrolliert, da ist kein Dungeon. Hast du einen Schlüssel mit? Den habe ich dabei. Ich habe meinen vergessen. Och, Darko. Also noch zurück. Ich glaube, Ena reicht sogar aus. Für ein Dungeon. Wir wollen es da erst einmal suchen und angucken. Kann ja sein, dass wir da drinnen direkt ablosen. Ja, ich weiß halt nicht, ob jeder einen Schlüssel verwenden muss, um da reinzukommen. Oder ob einer reicht. Das war meine Frage so. Das werden wir ja dann mitkriegen. Ne? Alter, jetzt habe ich gerade ein Problem mit der scheiß Ausdauer. Komm her, du. Was war eigentlich nochmal die Fähigkeit von Alttür? Ich glaube, weniger Ausdauerverbrauch und schnelle Ausdauer wiederherstellen. Deswegen sollte man den ja für den sollte man die für den Uralten nehmen. Beziehungsweise für den späteren Boss auch. Irgendwas. Futtern wir mal die hier. Alter. Da ist ein Schleimbatzen. Bitte knall mich nicht ab, danke. Schon wieder so ein Spawner. Muss ich gleich mal schauen, das wäre peinlich, wenn die Kiste vom Boot jetzt noch voll mit Erzen wäre. Wow, das wäre ein Fail. Okay, die Kiste steht hier noch, aber kein Lagerfeuer. Und die Kiste ist leer. So, ich sehe schon den Sumpf. Komm zurück, du Kackvieh. Wir müssen auch auf die Schlundekel aufpassen, nicht, dass die das Boot angreifen. Ich würde mich mit dem Boot auch nur in so tiefen Gewässern bewegen, dass es erstens kein Damage kriegt von Steinen und zweitens, dass die Sumpfegel da nicht hinkommen. Denn ja, das kann passieren. Das ist auch schon passiert. Übrigens, hinter dir ist schon so viel. Aber bisher greift es nicht das Boot an. Nee, aber mich gleich. Der kommt doch endlich hoch. Ja! Dann bleib doch einfach mal stehen! Du fährst rückwärts! Ah, das Ding ist auf jeden Fall leer. Also, Boot Damage macht das Teil nicht. Hoffentlich. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ja. Er hat auf jeden Fall Schaden bekommen. Aber ich werde meiner Reise. Du warst noch vorher ein bisschen kaputt. Hält sich der Schaden denn in Grenzen, oder? Naja. Wir müssen, wenn er jetzt nochmal 3-4 Mal Schaden kriegt, muss man das reparieren. Je nachdem, wie hoch der Schaden ist. Ich
Also folgen tun uns auf jeden Fall die Blutviecher. Wie ist denn der Wind, wenn du jetzt nach links fährst? Scheiße. Also nur eine Stufe, kann nur paddeln, nicht? Geh mal wohin. Ob ich da rüber soll, oder? Nach links halt. Du fährst gerade nach rechts. In dem Gebiet waren wir ja schon. Wir müssen halt links rüber. Da kommt so ein Schleim. Sind das eigentlich für Steine hier unter Wasser? Glänzen so? Das sind normale Steine. Die sind halt feucht. Vor allem hier okay. Ist dunkel. Ja, sehe ich auch gerade auf der Map. Rechts oder links? Das ist mir egal. Ich nehme links, weil da der bessere Weg ist. Und Ende oder links? Oh, Empfangskomitee wartet auch schon auf uns. Das sind aber ganz normale, oder? Ja. Ja, ich guck schon die ganze Zeit rum, aber aktuell sehe ich halt noch gar nichts. Halt auch die Frage, wie soll das überhaupt aussehen? Das ja. Wir könnten ja hier vorne, also geradeaus an dem Baumstumpf, Halt machen und einfach mal hier drin rumlaufen. Oder sind das diese komischen Bäume, die so blau leuchten? Klickt man da mit den Schlüssel rechts drauf und dann kommt man vielleicht irgendwo hin. Müssen wir testen, ne? Von denen konnten wir ja auch keinen Damage machen. Müssen wir testen. Hier vorne links an der Ecke ist doch so eine kleine Insel. Wir lassen dort das Boot stehen. Genau, und sind schon blutige. Die rechte oder die linke jetzt? Von die leicht links, leicht rechts ist. Mit der Tanne und den zwei kaputten Bäumen. Uns wird auf jeden Fall. Hallo, ich will nicht im Fix. Okay. Boot. Gleich mal ein Waypoint gesetzt. Vergessen, dass ich den Sumpf sehr, sehr liebe. Nicht. Oh, der hat einen Stern, der Bogenschütze. Der macht gut Damage, auch wenn du blocken tust. Schleim. Alter. Der erste ist down.
Sag mal! Weiter down. Ich möchte halt ungern die ganze Zeit hier im Sumpfwasser rumrennen. Nö. Hat er mich sogar noch erwischt. Autsch. Du hast dir markiert, wo das Boot ist, oder? Ja. Ich hab's nämlich nicht getan. Jedes Mal fehlt mir die Alter nur noch 8 HP. Holy shit. Ja, ich muss erstmal regnen. Kommt ihr her, ihr Schäschen? Ich hab beiden gleich viel abgezogen und jetzt hauen die ab. Aua. Ich kann auch aktuell nichts essen. Ich muss seit jetzt warten, bis. Oh! Alter, der hätte mich jetzt gewone-hittet. Im Wasser nicht sein. Hau einfach ab, Alk. Wir machen ein bisschen mehr Leben. Ich habe jetzt aktuell wieder 21. Achtung, hier unter Wasser, Dingsbums. Ich glaube, ich bin gleich down. Ich werde mal zum Boot zurückfinden und zurück. Bei dem Weg kannst du nicht schwimmen. Heute die Frage, wo war unser Boot? Wo muss ich denn hin? Okay. Dauert ja noch ein bisschen arg. Ja, ja. Habe ich jetzt eingepackt? So, ich bringe noch mal ein bisschen Holz mit für eine Werkbank, dass wir uns Betten machen können, dass wir dort immer die Nacht überspringen und dort auch spawnen. Und ich glaub, dass wir das Boot reparieren können. Ja, ich glaube, das ist besser, als wenn wir dann jedes Mal wieder hier hin und her rennen müssen. Jetzt ist die Frage, ich gehe zum Portal des Uralten und renne dann den Weg da lang. Ja. So, wo soll ich dich abholen? Sumpfportal oder Dorf? Dorf. Da setz ich hier, obwohl, ne, ein bisschen kann ich noch und dann ist die Aufnahme eh zu Ende. Dunkelwald in der Nacht. Achso, das ist dein Todesbaum. Vergiss es. Hast du übrigens den Mehltank vorher getrunken? Nö, hinterher erst. Das hilft dann nicht mehr, den musst du vorher trinken. Ich trinke nicht jedes Mal den Trank, wenn ich da drinne bin. Da sind ja bei Zeiten alle. Der hält 10 Minuten. Nein, aber sonst hilft er wirklich nicht. Das hatten wir ja mal nachgeschaut. Der hilft nur vorsorglich, nicht nachträglich. Was denn?
Nacktes Riesenvieh. Leck, Weltspeicher. Oh, mein Ohr. Ja, komm, du musst nie vor sowas wegrennen jetzt. Ich oh, jetzt? Blaubeeren, ja. Ich sag mein Ohr. Scheiße. Alter, wie viel hat er mir abgezogen? Ficken habe ich Glück gehabt. Glück gehabt. Alter, ich hatte über 50 Leben und dann zum Schluss nur noch 8. Oh Mann. Wenn du am Wasser entlang gehst, ich fahre dir ein bisschen entgegen. Ich bin schon beim Dorf. Ja, mach das. Aber ich kann eh nicht bleiben, weil sonst attackieren mich die Grauzwerge. Die übrigens schon hinter mir her schwimmen. Du bist nass. Ja, Alter, sehe ich dich. Müsste irgendwie relativ flott vonstatten gehen. Wenn du nicht weiterfährst. So. Oh je. Du kannst hier schon nach links einlenken. Nee, ich bin eben über den Ozean gefahren. Daher. Nein, aber hast du dir mal die Weltränderung auf der Map angeguckt, dass du hier vorne beim Sumpf eine übelste Ecke hast? Ja. Aber die sieht man auch im Reellen nicht so wirklich. Ja, aber es sieht auf der Minimap halt einfach nur lustig aus. Doch, kann man sich hinsetzen. So. Bitte bleibt das auf dem Wald. Warum ist das so schwarz? Es ist Nacht. Ja, aber links ist es hell und rechts ist schwarz. Und was war das? Ich habe eine Befürchtung, was das war. Wir waren nicht über Mond, ja. Aber das kam einfach so aus dem Nichts. Die Steine, also da ist es eigentlich zu tief für Steine. Egal, wir müssen gleich das Boot reparieren. Schaffst du das? Park das Boot wieder da, wo wir eben geparkt haben. Dann mal gleich sehen, ob ich es schaffe. Hinter mir ist auf jeden Fall ein Blutekel, neben mir ist einer. Ich bin an Land und ich hab mein Grab. Nice. Wo hast du das Boot geparkt?
Scheiße. Beweg dich, Boot, beweg dich. Aber hier ist schon wieder alles voller Viecher. Einschließlich eines Skelettes, welches mir gerade die Hölle heiß macht. Hä, wo? Ach, da drüben. Ich muss mal kurz eine Runde drehen, bis du da bist. Weg hast. Ja, ich muss mir erstmal die. Ach du Scheiße. Hält nicht mehr lange. Ja, hier sind Pfeil- und Bogenhainis. Skelett und. Ach du Scheiße, noch ein Skelett. Au, noch eins! Au! Von wo? Unter Wasser? Ernsthaft? Hinter! Hä? Au! Fuck, da sind nochmal drei Bogentypsis. Ja, mach die erstmal vom Acker. Wow! Du kannst wieder zurückfahren. Wir müssen gleich das Boot erstmal beim Dorf reparieren. Das hält nicht mehr lange durch. Das hat derbe viel Schaden erlitten. Dann komm komplett zurückgefahren. Wir nehmen Sachen für ein Portal mit. Wir bauen das alte Portal dann später irgendwann ab. Dann beende ich jetzt hier kurz die Folge. So, ich werde jetzt die Folge hier beenden, ne? Denn erstens ist dann genug und zweitens, wir werden jetzt offscreen ein Portal setzen und mein Loot wiederholen. Und wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst Kommentare da. Wenn wir dann wieder im Sumpf sind, werden wir natürlich, werde ich die Aufnahme wieder starten, vielleicht sogar noch zum Portal setzen. Und ja, bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye-bye.